Der Bildungsgipfel von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger endete ohne greifbare Ergebnisse. Die Misere an Deutschlands Schulen ist mit den Händen zu greifen. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie hören die Kurznachrichten des Mittelstands BVMW, Ihres Bundesverbands für mittelständische Unternehmen. Der Bildungsgipfel von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger endete ohne greifbare Ergebnisse. Damit bleiben die Herausforderungen an den Schulen weiter ungelöst. Bezeichnend hierfür ist, dass lediglich zwei Kultusminister anwesend waren. Dabei ist die Misere an Deutschlands Schulen mit den Händen zu greifen. Fehlende Lehrkräfte, Grundschüler, die nicht richtig lesen und rechnen können, Schulabbrecher und Umwälzungen durch die Digitalisierung. Die von der Wirtschaft so dringend erhofften konkreten Maßnahmen waren, so die Bundesbildungsministerin, jedoch nicht vorgesehen. Zentral koordinierte und strukturierte Ansätze zur Beseitigung der Missstände bleiben daher weiterhin nur ein frommer Wunsch. Wie dramatisch die Lage ist, beschreibt ein Beispiel aus Nordrhein-Westfalen über die Einstellungssituation der Polizei. Um die Kommissaranwärter zu unterstützen, werden erstmals Nachhilfekurse in Rechtschreibung angeboten. Daher sei es unverständlich, dass der von der Bundesbildungsministerin einberufene Bildungsgipfel von den meisten Kultusministern der Bundesländer durch Fernbleiben abgestraft wird, beklagt Professor Dr. Martin Wortmann, Generalsekretär der Bildungsallianz des Mittelstands. Deutschland brauche dringend eine neue länderübergreifende Denke für Bildungsstandards, Didaktik und Pädagogik und letztendlich auch Managementstandards in den öffentlichen Schulverwaltungen, ergänzt Bildungsexperte Wortmann. Die Bildungsallianz des Mittelstands BVMW fordert aus diesem Grund eine nationale Bildungsinitiative und wird dieses Projekt auch vorantreiben. Die Initiative kann nur bottom-up funktionieren und die Blickwinkel der Bildungsakteure als Maßstab nehmen. Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, die Wirtschaft und besonders der Mittelstand, Bildungsexpertinnen und Experten und viele mehr seien gefragt und müssen gemeinsam den nationalen Bildungsplan entwickeln. Mehr unter bvmw.de Presse. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Dies waren die Kurznachrichten. Es sprach Lothar Lehner, selbstständiger Repräsentant des Mittelstand BVMW in der Region Stuttgart-Göppingen.